Sportbild-Podcast. Die wichtigsten Nachrichten aus Deutschlands bester Fußballredaktion. Heute mit dem Fußballjahresrückblick 2008 und mit Jan-Malte Andresen. Herzlich willkommen. Das Jahr neigt sich dem Ende. Zeit für ein umfassendes Resümee. Wir blicken zurück auf das Fußballjahr 2008 mit unserem Gesprächspartner, dem mehrmaligen Bundesliga-Trainer Wolfgang Wolf. Thema des Tages. Herr Wolf, fangen wir an mit dem Auftreten der deutschen Clubs im Europapokal. 5 von 8 deutschen Startern überwintern in europäischen Wettbewerben. Wie zufrieden kann man mit dieser Ausbeute sein? Wir haben ein wenig mehr Glück, wir hätten vielleicht mal 2 Mannschaften mehr dabei. Aber letztendlich haben wir Bayern München in der Champions League überwintert, die anderen sind im UEFA Cup drin, da können wir zufrieden sein. Die Bayern, Sie sprechen es an, treffen im Achtelfinale der Champions League auf die Portugiesen von Sporting Lissabon. Kann man das Viertelfinale schon buchen? Wenn die Bayern so rauskommen aus der Winterpause, wie sie reingegangen sind, habe ich überhaupt keine Bedenken. Sie spielen zuerst auswärts und dann können sie zu Hause alles klar machen. Also für mich sind sie klarer Favorit und ich denke gar nicht dran, dass Bayern ausscheiden kann. Was kann man in der Königsklasse noch vom Rekordmeister erwarten? Ich glaube, dass sie sich jetzt gefangen haben und dass sie sehr stark geworden sind. Wenn sie keine verletzten Spieler bekommen, speziell die Schlüsselspieler, Ribéry darf sich nicht verletzen, dann haben sie ein Riesenproblem. Und ich glaube, dass sie gegen Lissabon weiterkommen. Da muss man sehen, gegen welche Mannschaft sie dann kommen. Dann entscheidet natürlich auch die Tagesform, die aktuelle Form. Da sind die Chancen 50-50 und Bayern ist dieses Jahr alles zuzutrauen. Ob sie die Champions League gewinnen, da gehört auch viel Glück dazu und keine Verletzten. Und wenn sie das haben, und dann sind sie ein Kandidat neben 3-4 Mannschaften, die Champions League gewinnen können. Es lief in dieser Saison ja weiß Gott nicht immer so gut bei den Bayern wie zuletzt. Im Rückblick nochmal, was war entscheidend für die Münchner, dass sie nach ihrer Herbstkrise und dem Absturz auf Platz 11 so zurückkamen? Gut, erstmal kommt ein neuer Trainer nach München, der mit 1000 Augen beäugt wird und der natürlich viel versprochen hat, aber da hat er vielleicht zu viel versprochen und zu viel vermuten lassen die ersten Wochen und Monate. So langsam haben sie zusammengefunden. Sie haben ein großes Problem gehabt am Anfang der Saison durch die vielen Abstellungen von den Länderspielen. Sie haben viele Nationalspieler dabei, die integriert werden müssten extra in extra Schichten und das haben sie dann ganz gut hinbekommen und nach anfänglichen Schwierigkeiten ist Bayern München jetzt da, wo sie eigentlich hinwollen und vor allen Dingen ist wieder der Spieler, den die Bundesliga braucht und auch sehen will. Die deutsche Meisterschaft einzufahren ist in München ja Jahr für Jahr Pflicht, egal wie der Trainer heißt. Bleibt es diese Saison beim Zweikampf mit Aufsteiger Hoffenheim? Weiß ich nicht. Also mittlerweile gehe ich davon aus, dass Hoffenheim die Qualität des Spiels über die ganze Saison aufrechterhält. Ich sehe auch nicht, warum sie mal einbrechen sollten. Und sie haben natürlich einen riesen Vorteil. Sie sind außer in der Bundesliga in keinem anderen Wettbewerb mehr vertreten. Glaube aber noch an Leverkusen. Also Leverkusen habe ich noch ganz oben auf der Rechnung. Und ja, es gibt für mich einen Dreikampf um die Meisterschaft. Im Jahresrückblick ist Hoffenheims Ralf Rangnick für Sie der Trainer des Jahres 2008? Hätte er verdient. Unter anderem sehr auch Bruno Labbadia sehr stark. Aber wenn man die ganze Arbeit von Ralf verfolgt mit dem Aufstieg und auch jetzt, was Sie spielen, ist er ein Kandidat für den Trainer des Jahres 2008, ganz klar. Dann ein Wort zu Timo Hildebrand. War ja ein bewegendes Jahr für den Torwart. In der Nationalelf ausgemustert. Bei Valencia Stammplatz auf der Tribüne. Jetzt die Rückkehr in die Bundesliga zu Hoffenheim. Ist die Verpflichtung des Ex-Stuttgarters in Ihren Augen richtig? Ich denke, wenn Hoffenheim sich weiter etablieren will in der Spitze der Bundesliga, dann geht es nicht nur mit jungen Spielern. Das werden die Hoffenheimer erkannt haben. Und wenn so ein Spieler von der Qualität von Timo Hildebrand auf dem Markt ist und sie meinen, sie haben ein Torwartproblem, was sie natürlich später wissen wie wir alle, und da müssen sie zuschlagen. Da wären sie dumm gewesen und nicht gut beraten, wenn sie das nicht gemacht hätten. Hoffenheim drängt ins internationale Geschäft. Große Europapokalabende stehen im Februar aber erstmal für Werder Bremen und den VfB Stuttgart an. Werder trifft nach dem Aus in der Champions League im UEFA Cup auf den großen AC Mailand. Der VfB auf UEFA-Cup-Titelverteidiger Zenit St. Petersburg. Sind diese Gegner eine Nummer zu groß für die deutschen Clubs? Nein, der hat ja Werder Bremen von Champions-League-Spielen nur auf einer anderen Ebene. Es ist natürlich ein Hammer los. Ja, aber es ist auch der Reiz drin. Man hat nichts zu verlieren. Und das Spiel ist für mich auch offen. Mailand ist auch nicht in der Verfassung, wie sie mal waren. Und wenn Bremen wieder verstärkt aus der Winterpause rauskommt, das ist ein 50-50-Spiel. Wobei, wenn der VfB Stuttgart da weitermacht auf der Erfolgsspur und der Bubble, denke ich, dass sie
die einen kleinen Vorteil haben gegen Petersburg, weil sie sind nicht mehr so stark, als sie noch letztes Jahr den UEFA Cup gewonnen hatten. Da sehe ich leichte Vorteile für Stuttgart. Ich sehe beiden Spielen durchaus optimistisch entgegen für die deutschen Mannschaften. Dann zu guter Letzt der Rückblick auf das Jahr der deutschen Nationalmannschaft. Dominierendes Thema nach der EM war der Machtkampf zwischen Bundestrainer Joachim Löw und Kapitän Michael Ballack. Der hat für sich öffentlich eine gewisse Sonderrolle beansprucht. Wer von beiden geht Ihrer Meinung nach als Punktsieger ins neue Jahr? Gut, erstens mal hat es ja der deutschen Nationalmannschaft geschadet, auch beiden geschadet. Und ich muss sagen, da hat Joachim Löw sehr souverän reagiert. Was halten Sie denn von den Aussagen, das sei ihm alles zu harmonisch, er wollte wachrütteln? Ich sag mal, Harmonie tut immer gut für ein Mannschaftsgefüge. Dann stimmen viele Abläufe, dann stimmt's, aber es muss auch intern auch mal krachen und die Betonung liegt auf intern. Und ich denke, dass es in Zukunft intern mal die Meinung gesagt wird und dass dann offene Probleme angesprochen werden, aber dass das nicht nach außen getragen wird. Probleme, die nach außen getragen werden, das ist für niemanden gut, ja, und das braucht man auch nicht, um Erfolg zu haben. Herr Ballack, Herr Löw, Wolfgang Wolfs Worte in Ihren Ohren. Jetzt letzte Frage, Herr Wolf. Deutschland ist Vize-Europameister geworden, steht zum Jahreswechsel gut da in der WM-Quali. Wie zufrieden sind Sie mit der DFB-11 im zurückliegenden Jahr? Ich bin sehr zufrieden. Was wollen wir mehr? Wir sind ins Endspiel gekommen. Sie waren unterlegen. Spanien war besser. Klar, die Spiele bei der Europameisterschaft waren auch nicht alle so berauschend, aber wir haben uns auf unsere ganz deutsche Art durchgebissen. Ich bin zufrieden, man darf nicht an allem nörgeln. Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. Sie steht in meinen Augen die deutsche Nationalmannschaft vor einem kleinen Umbruch. Wenn die gut vonstatten gehen, haben wir auch genauso eine gute Zukunft. 2009 vor uns, wie wir 2008 hinter uns haben. Tolles Schlusswort. Vielen Dank, Wolfgang Wolf. Ihnen allen, liebe Hörer, liebe Zuschauer, frohes Fest und besinnliche Weihnachtstage. Das neue iPhone können Sie ja dann direkt mal auf unserer Seite sportbild.de ausprobieren. Wir hören und sehen uns am nächsten Montag wieder zum nächsten Podcast, dann mit dem Rückblick auf das Sportjahr 2008, speziell natürlich Olympia. Also, bis Montag, frohes Fest, tschüss. Mehr Namen, Nachrichten und Meinungen auf sportbild.de und jeden Mittwoch aktuell am Kiosk. Sportbild. Ohne geht nicht.